Diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind. Denn sie hat den Boden verborgen, die ihr aushalten. Ihr aber hütet euch vor den Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr es gebannt habt, doch von den Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Soll ich weiter bitte zum Schluss? Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und die Priester stießen in die Schofarhörner. Als nun das Volk den Schrei der Hörner hörte und ein großes Kriegsgeschrei erhob, da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk drang in die Stadt ein, jeder gerade vor sich hin. So nahmen sie die Stadt ein. Sie erschlugen auf den Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Und bei den Botschaftern hatte Josua gesagt, gehen das Haus der Hure und holen sie mitsamt ihren Angehörigen heraus, wie er es beschworen hat. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie. Ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Dann brannten die Männer Israels die ganze Stadt nieder. Nur das Gold und das Silber und die Gefäße aus Bronze und Eisen kamen in die Schatzkammer beim Heiligtum des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben, samt dem Haus ihres Vaters und allen ihren Angehörigen. Und sie blieb mitten in Israel wohnen, bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Damals ließ Josua das Volk diesen Eid schwören. Verflucht sei der Mann, der sich erhebt und diese Stadt die Jericho wieder baut. Wenn er ihre Fundamente legt, kostet es ihn seinen ältesten Sohn und wenn er ihre Tierflügel einsetzt, seinen jüngsten. Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Entschuldigung, könnte man Mikrofon verwenden? Dann könnten wir es mit aufnehmen. Die Fahrt ist erst nächste Woche in die Schweiz, Entschuldigung. Ja, gibt es erstmal grundsätzlich. Nicht? Okay. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Taktik. Die Taktik bei dem Sieg der Sünde, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn ihr jetzt mal zurückschaut, das sind wir ungefähr hier vorne und das ist gelobte Land. Und wir haben schon gesehen, durch den Jordan und so, leben wir in der Kraft der Auferstehung und haben ein neues Leben, neu geboren. Genau wie auch das. Eine neue Identität in Christus. So wie auch das Land dann, wir haben eine neue Identität in Christus, dann merken wir, da gibt es aber trotzdem noch Sachen in unserem Leben, die nicht so gut laufen. Auf einmal merken wir, dass da auch Sünde noch da ist. Ja, dass nicht, wenn wir mit Jesus auferstehen, auf einmal gar keine Sünde mehr haben, sondern wir merken, da sind immer noch so Flecken in unserem Leben. Wie kann das sein? Aber das es liegt daran, dass wir noch die Sünde im Fleisch haben, dass das leider noch bleibt. Und wie auch das Land eigentlich den Juden, dem Volk Israel verheißen wurde, es wurde verheißen, dass sie es komplett eingenommen werden wird, gibt es aber trotzdem eben noch solche Flecken, zum Beispiel wie hier in dem Fall Jericho. Und diese Sachen, die sollen halt
in unserem Leben besiegt werden. Es ist nicht so, dass wir als Christen, dass in unserem Leben Sünde überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nein, es ist anders. Es gibt Sünde. Und hier heißt es bei Jericho, es hatte seine Tore verschlossen und es blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Er sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Josua, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Also Gott gibt uns das in die Hand. Gott will, dass wir das unter Kontrolle bekommen. Aber es gibt eben noch, ja, Jericho ist auch so verschlossen vor uns. Wir kommen da nicht rein, da gibt es keinen, sag ich mal, da gibt es keinen Weg rein. Aber Jesus will uns das in die Hand geben, will, dass wir das unter Kontrolle bekommen. Und so erkennen wir vielleicht auch in unserem Leben viel Sünde. Wenn wir auf einmal Christ sind, da fällt uns auf, boah, wie viel Sünde ist eigentlich noch mein Leben? Und das erkennt man auch erst, wenn du Christ bist. Vorher merkst du das auch gar nicht. Die Sünde, aber erst wenn du ein neues Leben in Christus hast, dann siehst du eigentlich, was noch alles, ja, verkehrt läuft, weil der Geist das auch zeigt. Und dann sagt, gibt es auch einen schönen Vers dazu, dass die Sünde, oder dass, genau, dass wir dafür beherrschen sollen und dass wir freigemacht sind eigentlich von der Sünde. In Römer 8, Vers 2, da kann ich mal vorlesen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz des Todes, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also wir haben in Christus Jesus, haben wir eine Freiheit da, über diese Dinge zu herrschen. Oder uns ist es verheißen worden, dass wir darüber herrschen können, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns da Freiheit geben will. Oder Jesus hat es auch gesagt, ne, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Johannes 8,36 oder auch, ja, noch ein anderer Vers aus Römer. Römer 6, Vers 14, das heißt, die Sünde wird nicht über euch herrschen, sie wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Hier ist wieder dieses absolute Herrschen gemeint, diese absolute Autorität, die wird die Sünde nicht mehr auf uns einwirken können. Jetzt ist es vielmehr so, dass die Sünde fremd eingreift. Also wenn man als Christ sündigt, die Bibel sagt ja eigentlich, also in 1. Johannes steht mal so ein Vers, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigen kann. Das klingt sehr komisch, aber damit ist eben gemeint, dass es nicht sein kann, dass man als Christ irgendwie permanent in der Sünde lebt, ohne dass man es merkt. Oder dass man dauerhaft in Sünde lebt. Es kommen immer nur noch solche, wie so Fremdeingriffe. Paulus sagt das in Römer 7, ganz spannendes Kapitel dazu. Das, was ich hasse, das übe ich aus. Das, was ich will, das schaffe ich einfach nicht auszuüben. Und ich kann jetzt, also ich habe es mir immer überlegt, wie man sich das vorstellen könnte. Es ist so ein Fremdeingreifen. Ich stell dir vor, du hast ein Grundstück, das ist dein Grundstück, und es ist Hochsommer und Waldbrandgefahrstufe und du machst da Lagerfeuer drauf. Ja, da gibt es immer Ärger, da kommt die Feuerwehr und so weiter und gibt es vielleicht Stress. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du zwar noch dein Grundstück, aber da kommt immer ein Fremder. Da kommt ein Fremder und macht auf dein Grundstück Feuer. Dann kriegst trotzdem du Ärger dafür, dass du Feuer gemacht hast, aber du warst gar nicht dafür verantwortlich. Und so ist dann auch in unserem Leben in Christus. Wir wollen die Sünde ja nicht. Tief in unserem Herzen wollen wir sie nicht. Paulus sagt, ich will das nicht, aber mein Fleisch tut es trotzdem. Und so ist auch, als wenn wir sündigen, wir wollen es wirklich nicht. Wir wollen es wirklich nicht. Wir wollen, weil unser Wille mit Gottes Willen übereinstimmt als Christen. Aber oftmals schaffen wir es nicht und dann übermannt uns die Sünde. Sie überfällt uns, sie überwältigt uns. Und was dagegen hilft, bei der Taktik, ist zu verstehen, wie Sünde funktioniert. Das hat mir oft geholfen, wenn man sich mal anschaut, wie Sünde funktioniert, dann hilft das, die zu durchschauen und dann auch das zu umgehen. Dann schauen wir uns das mal hier an. Was wird hier gesagt? Also, es gibt Jericho an sich. So, meine Freunde, es ist Jericho, aber es ist noch nicht alles. Da gibt es auch noch nämlich einen König in Jericho und der hat auch noch verschiedene Krieger. Und so ist es auch mit der Sünde. Ne? Hier steht ja Vers 2, sieh, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger an deine Hand gegeben. Die Sünde ist immer ein bisschen komplexer. So ist Jericho an sich, diese Sünde. Da kannst du jetzt mal für dich persönlich einsetzen, mit was du zurzeit zu kämpfen hast. Kannst du da mal für Jericho einsetzen. Dann gibt es auch noch den König. Ja, das ist die Liste der Sünde. Hier kannst du auch die Liste deiner persönlichen Sünde einsetzen. Zum Beispiel, das ist eine bestimmte Uhrzeit.
bestimmter Ort, bestimmtes Umfeld. Das ist die List der Sünde und dann hat die Sünde auch noch eine Kraft und das sind die Krieger von Jericho. Das sind die Mittel, die Sünde benutzt, um dich anzugreifen. Zum Beispiel, oft ist es ein Handy oder Social Media, YouTube und so weiter. Das sind diese Krieger, die Kraft haben, uns zu Sachen zu bewegen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und jetzt kommt das Herrliche, die gute Botschaft dabei, oder die Hoffnung, die wir haben, alle diese drei Sachen sollen uns unterworfen sein. Ja? Das ist die Taktik, dass nicht wir das machen, sondern dass es der Herr sagt, es wird in deine Hand gegeben werden. Und jetzt wird es schon konkreter, in Vers 3. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollt ihr es 6 Tage lang machen. Ist ganz krass, ne? Die sollen die Stadt gar nicht angreifen, die sollen nicht irgendwie kämpfen oder so gar nicht ankämpfen gegen die Sünde, die sollen einfach nur drum ziehen. Und das ist eigentlich die Taktik. In 5. Mose 3, Vers 22 heißt es mal, fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft. Wenn du selber in den Kampf gehst mit der Sünde, wirst du verlieren. Wir sehen, die Leute aus der Bibel, die sind oft einfach der Sünde, die sind von der Sünde geflohen. So ist das auch 2. Timotheus 2. Er flieht den jugendlichen Begierden. Zum Beispiel der Josef, der hat nicht rumdiskutiert mit der Frau von Potiphar, der ist einfach weggerannt, der ist geflohen. Der hat mit der Sünde nicht angefangen, da rumzukämpfen, der ist einfach geflohen. Und so sind auch wir sind nicht selber stark. Also wir sind so ein kleines Kind und da ist der böse Hund vom Nachbarn, der bellt laut. Dann fangen wir nicht an, selber zu kämpfen, sondern wir rennen zu unserem guten Vater und rennen auf seinen Arm und der Vater hält uns. Und nicht wir irgendwie, die da selber kämpfen, sondern wir schmeißen uns auf den Herrn Jesus und hoffen auf ihn und suchen bei ihm eben den Schutz. Das ist auch ganz interessant, wenn es um geistliche Kämpfe geht, da ist natürlich Epheser 6, die Waffenrüstung auch, auch ein Ding, was man sich da mal durchgehen kann. Die meisten Sachen der Waffenrüstung sind ja eigentlich gar nicht zum Kämpfen. Ne? Es gibt Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens, Schuhe der Bereitschaft, Helm des Heils. Da gibt es nur ein, was Schwert des Geistes ist eigentlich zum Kämpfen. Ja, es ist auch nur das Wort Gottes, nicht mal was wir irgendwie ausgedacht haben. Das sind mehr Sachen zum Schutz, zur Verteidigung und weniger, was man irgendwie aktiv benutzen kann, zum Beispiel Pfeil und Bogen oder sowas. Da nicht dabei. Das macht meistens der Feind. Der wird aktiv. Wir sind ja für den Schutz oder für die Bewahrung zuständig. In 1. Johannes 5 heißt auch, die aus Gott geboren sind, die sündigen nicht, weil der Herr sie bewahrt. Der Herr bewahrt einen vor der Sünde und nicht irgendwie, dass man versucht, sich eine Taktik, eine Strategie auszudenken, um da erfolgreich irgendwie selbst das zu schaffen. Im Vers 4 geht es weiter. Und die 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag soll er 7-mal um die Stadt ziehen. Genau, da auch die Taktik. Vergessen, fürchtet euch nicht, erst, der für euch kämpft. Und jetzt kommt, hier wird gesagt, immer 7-mal. Ne? 7 Priester, das ist interessant, ich stehe ganz auf 7. 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen und am 7. Tag soll er 7-mal in die Stadt herumziehen. Ganz viel 7. Die 7 ist in der Bibel so eine Zahl der Vollständigkeit. Oder genau, kann man da so sehen. Und so müssen wir auch manchmal Geduld haben, einfach auch mit der Sünde. Oder Geduld haben, dass man nicht immer denkt, gleich am ersten Tag, ich bin jetzt Christ und auf einmal ist alles in Ordnung, alles wollen. Oftmals brauchen wir auch Geduld. Manche Sachen, lässt der Herr auch einfach, um uns auch ein bisschen zu demütigen oder auch, dass wir auch sowas wie Geduld lernen. Und deswegen die Zahl der Vollständigkeit am 7. Tag soll das dann erst losgehen. Also, bleibt im Gebet dran und gib nicht schnell irgendwie auf da, sondern hab Geduld und warte, bis die Zeit gekommen ist. Und auch ganz interessant, oder wo man sich die Frage stellen kann, steht, und dann sie sollen 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen.
Also die Schofa-Götter, warum sollten die das machen? Oder was heißt das? Was denken die an? Warum sollen die Priester da in die Hörner Trompete spielen quasi und da so einen Krach machen? Hatte mal eine Idee. Nee? Ganz einfach, weil das Wort Gottes es so sagt. In 4. Mose 10, 8 bis 9, die Verse stehen auch vorne. Die Söhne Aarons, die Priester, sollen in die Hörner stoßen. Das soll für euch zur ewigen Ordnung sein bei euren Generationen. Das ist was ganz interessant. Das soll für ewig gelten. Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, zum Beispiel jetzt Jericho, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben. Und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, euren Gott. Und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Das ist genial. Deswegen sollen die in die Hörner stoßen, damit es der Herr hört und sie rettet. Und das ist eine ewige Ordnung. Das gilt also auch noch für uns. Wir blasen jetzt nicht in der Trompete, in Schofarhorn. Aber wir können auch zum Herrn rufen, im Gebet, dass man da alles hört. Ne? Wie es hier steht. Und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn. So können wir, die Hörner sind ein Bild auf das Rufen zum Herrn. So können wir in der Not anrufen und wir werden gerettet werden. Das ist auch eine schöne Verheißung aus der Schrift. Vielleicht kennt es jemand schon mal gehört, die Telefonnummer von Gott aus Psalm 50, Vers 15. Genau, wenn man zu den Herrn ruft, dann wird er ihn erhören. Und Vers 5 geht es dann weiter, da steht nämlich, was dann passiert. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenfallen. Das Volk soll hinaufsteigen, wieder gerade vor sich hin. Das ist, nachdem man die Lektion mit Geduld und mit Warten gelernt hat und zum Herrn ruft, dann soll der Sieg kommen. Das ist die Taktik, um die es geht. Hoffe auf Gott und nicht auf dich selbst, sondern rufe zu ihm wirklich. Fürchte dich nicht, sei dir bewusst, wer er kämpft. Halte an im Gebet, hab da auch Geduld. Und das ist die Taktik zum Sieg. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Punkt, Punkt 2, der Vorbereitung. Das Volk hat nämlich auch eine gewisse Vorbereitung. Und da ist so ein Grundsatz, oder der vorneweg geht, da können wir mal lesen, Vers 6. Und Josa, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen, hebt die Bundeslade auf. Aha, wieder Bundeslade. Und sieben Priester sollen sieben Widerhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Auch wieder schön, ne? Hebt die Bundeslade auf. Ohne die Kraft von Herrn Jesus geht einfach mal gar nichts. Wir brauchen wieder die Bundeslade, der Herr Jesus Christus, seine Gegenwart, die da wieder hilft. Ja? Johannes 15, 5 heißt es auch, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Volk, ohne die Bundeslade, ist das Volk aufgeschmissen. Und so sind auch wir im geistlichen Kampf ohne den Herrn Jesus völlig aufgeschmissen. Deswegen so ein Grundsatz schon im Alten Testament, in Zacharja 4, Vers 6, steht auch hier vorne. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaot. Ist auch interessant, ne? Wenn man mal so alte Kämpfe oder so im Alten Testament liest, oftmals haben, also bei Nehemia und so war es, die haben nur Soldaten hingestellt, sie waren nur bereit, die haben sich mal gekämpft und dann hat der Herr erst den Sieg geschenkt. Und so auch ganz wichtige Grundlage, nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch unseren eigenen Ermessen, nicht durch unsere eigene Stärke, sondern durch meinen Geist, sagt hier der Jesus, durch den Heiligen Geist, der uns die Kraft gibt, soll es geschehen. Und jetzt ist es auch wunderbar, wenn es um die Vorbereitung geht für den geistlichen Kampf, was wir hier im Wort Gottes schon für eine Ordnung dafür sehen, für uns. Und das ist auch ganz interessant, also die ziehen um die Stadt und das ist so ein Zug, also wie so ein, genau, also es war ja eine Menschenmasse und da gab es eine bestimmte Ordnung. Also es gab auf jeden Fall die Bundeslade mit den Priestern, dann gab es die Gerüsteten, und dann gab es Volk. Was ist da die Reihenfolge? Wie steht es hier? Was sind hier? Wie sind diese vier angeordnet? Erst die Krieger? Dann? Erst die Krieger, ja. Und dann? Und die Gerüsteten, die schritten vor den Priestern. Genau, dann die Priester logischerweise mit den anderen. Und dann fehlen noch zwei, die Bundeslade und das Volk.
an die Bundeslade deines Volkes. Und das ist eine schöne Ordnung, die das Wort uns zeigt, ne? Die Christin, wenn es um die Vorbereitung geht, dass wir, also hier sehen wir das mal, die Ordnung, dann sind hier die Priester, diese komischen Schlangen da, das sind Schubacher, ne? Genau, die haben die damals verwendet, kann man heute auch kaufen, sind sehr teuer. Und dann kann man halt, also da war das war schon von sortieren und dann konnte man da so ein Loch reinmachen und dann konnte man da so reinpusten, das war wie so eine Trompete. Dann eben die Bundeslade, haben wir den goldenen Kasten und dann das Volk. Und das war so die Reihenfolge und so sind die um Jericho sechs Tage dann rumgezogen. Und für uns bedeutet das, als Vorbereitung für den Kampf, ne, als erstes sei gerüstet, das geht ganz vorne weg, dass man gerüstet ist, dass man nicht hochmütig denkt und nicht irgendwie der Beste, sondern dass man weiß, um was es geht, dass man gerüstet ist. Dann Punkt 2, ne, sei im Gebet, rufe wirklich zum Herrn. Dann die Gemeinschaft mit Gott, das ist auch eine Sache, die ohne die wird es nichts im geistlichen Kampf. Das ist ganz wichtig. Und auch Punkt 4, was auch hilft, dass man einfach in Gemeinschaft mit Geschwistern ist. Das Volk, ganz am Ende. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern ja, Gemeinschaft, oder aus Gemeinschaft heraus entsteht die Heiligung. Ne? Nur wenn man sich einander trifft, wenn man als Christen zum Beispiel auf so einer Freizeit auch mal eine Gemeinschaft hat und sich gegenseitig reflektieren kann oder auch einfach miteinander und füreinander beten kann, das stärkt ja. Wir sind nicht alleine stark. Zum Beispiel auch gestern auf der Straße haben wir es bestimmt gemerkt, ne? Alleine hätten wir uns das bestimmt nicht getraut, aber so in so einer großen Gruppe, dann fällt das schon leichter, da für den Herrn Jesus auch einzustehen. Und so ist es auch, die Gemeinschaft auch nicht vernachlässigen. Sagt die Bibel auch, ne, dass wir im Neuen Testament die Gemeinschaft nicht vernachlässigen sollen, sondern ja, gegenseitig ermutigen und Ansporn zu guten Werken. Und danach kommt Vers 8, und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die sieben Priester auf, die die sieben Widderhörner vor dem Herrn hertrugen. Und sie stießen in die Hörner. Und die Lade des Herrn folgte ihnen. Also hier sehen wir noch die praktische Anwendung vom Volk, wie das Volk das halt dann auch umgesetzt hat. Und dann brauchst du aber noch was, was auch wichtig ist. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen, kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich es euch sagen werde. Und es ist auch wichtig, wenn es um die Vorbereitung gibt, Gehorsam vom Herrn Jesus, dass man auch, wenn der Herr Jesus hier in Josua bei uns, der Jesus, wenn er was sagt, auch wenn es nur kleine Sachen sind, dass wir da gehorsam sind. Es ist sehr schwer oft, weil ja, wir Menschen, wir machen oft so kleine Kompromisse und obwohl, gibt es auch so einen Vers, ne, die kleinen Füchse, die verderben den Weinberg. Und so machen wir oft ja, diese kleinen Kompromisse und sind ungehorsam. Und da, das ist nicht so gut. Da machen wir uns angreifbar für den Feind. Also die Frage an uns, ne, wenn Gott eine Anweisung gibt, wenn Gott dir was klar sagt, bist du da gehorsam? Wenn Gott dich vor falschen Orten oder falschen Zeiten vor dem Zugriff der Sünde bewahren will, hörst du dann auf Gott oder denkst du, ja, schaff das schon oder ach, jetzt keinen Bock drauf, oder? Sondern nimmst du die Stimme ernst, wenn Gott dir da ja, ich mag. Oft wissen wir das. Ja, oft wissen wir das besser und denken, ach, ist schon nicht so schlimm. Wenn ich dorthin gehe oder wenn ich mich mit dem und dem treffe, wird schon nichts passieren, ist schon nicht so schlimm. Obwohl wir eigentlich in unserem Gewissen von Gott gewarnt werden und wissen eigentlich, dass wir das jetzt nicht tun sollten. Aber dann tun wir es trotzdem. Und so kenne ich aus meinem Leben viele, viele Sünden, viele Sachen, die ich wirklich, wo ich richtig dumme Sachen gemacht habe, das war einfach eine Folge davon, ja, weil ich ungehorsam war, weil Gott mich klar davor gewarnt hat, ich habe es aber besser gewusst oder wollte nicht auf Gottes Stimme hören, ja, dann überwältigt dich die Sünde, dann hast du da mal, oder, ja, hast verloren, bist gefallen, das war meistens, wenn man ungehorsam war, wenn Gott einem was gesagt hat und man hat es nicht gemacht, man hat auf eigene Stärke oder auf eigene Sache vertraut. Ne? Es war auch schon die erste Sünde in der Bibel. Ne? War auch ungehorsam. Adam hat eine klare Anweisung bekommen. Du kannst alles tun und lassen, was du willst, außer diesen einen Baum da. Und der Mensch war ungehorsam. Und deswegen liegt es wahrscheinlich so der Sache an sich mit der Sünde, dass er ja, das Ungehorsam da auffallen lässt. Und Vers 11 sehen wir, dass das Ganze auch ein Prozess ist. Ne?
So zog die Lade des Herrn und die Stadt einmal ringsumher und sie kamen wieder in das Nachtlager und übernachteten dort. Das ist auch bei Siegen, die kommen geistliche Sachen, aber damit zu einer Gewohnheitssünde zu kämpfen hat, das kommt nicht von heute auf morgen. Die sind immer wieder um die Stadt gezogen, dann wieder ins Nachtlager geschlafen, dann wieder um die Stadt und so weiter. Das hat aber ein Stück gedauert, um die Stadt umzuziehen. Ich weiß jetzt nicht den Umfang von Jericho, aber der war schon groß, also die, denke ich, waren schon ein bisschen unterwegs auch. Und das ist auch bei uns, das ist auch ein Prozess. Es passiert so geistliche Veränderungen, Durchbrüche für den Herrn Jesus, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern Stück für Stück. Aber wichtig ist auch, dass man da dranbleibt und dass man nicht nach zwei Tagen aufhört, auf das Zimmer nicht mehr, was soll das schon bringen mit der Bundeslade da, um Jericho rumziehen, das bringt ja eh nichts. Das nicht machen, sondern das Volk Israel war da auch treu. Die haben nichts gesagt, waren stumm und sind da einfach um die Stadt rumgezogen. So sollten wir es auch tun. Im nächsten Punkt sehen wir wieder, was auch, das haben wir jetzt die Tage schon öfters gelesen, und früh am Morgen machte sich Josua auf. Ne? Wieder der Frühaufsteher, das haben wir schon oft gelesen, dass Josua früh am Morgen aufgestanden ist. Das ist auch wichtig, dass man sich vorbereitet, oder für die Vorbereitung für den geistlichen Sieg, dass man früh anfängt oder früh aufsteht. Das hilft auch. Die Frage wieder an dich, wie sieht deine Morgenroutine aus mit Bibellesen und Gebet oder so? Hast du da was Regelmäßiges? Das ist nämlich wichtig. Ja? Das ist auch einfach vom Psychologischen her, kann man nachweisen, mit welcher Sache du dich am ersten des Tages nach dem Aufstehen gleich beschäftigst. Und das nennt man, ich glaube, das Fachwort dafür ist Priming. Das ist in deinem Gehirn so verankert, das beschäftigt dich dann mehr am Tag. Deswegen, wenn du ganz am ersten, gleich nach dem Aufstehen, am besten noch, bevor du ins Bad gehst oder so, noch schon mal ein Gebet machst oder so, dann bist du da geprimed. Dann hast du da schon mal so eine Einstellung für Jesus hin. Und das hilft auch, als Vorbereitung im geistlichen Kampf, früh aufzustehen. Da hat man auch gar nicht so viel Zeit, auf dumme Gedanken oder so zu kommen, wenn man sich dann gleich mit geistlichen Dingen sich füllt. Das tut auf jeden Fall auch ganz gut. Vers 13 noch eine wichtige Warnung. Und die sieben Priester, die sieben Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die stoßen immerfort in die Hörner, ja? Das haben wir schon mal gelesen, dass sie immer wieder zum Herrn rufen. Auch man braucht nicht nur morgens oder abends im Gebet sprechen, man kann auch über den Tag hinweg irgendwie immer mit Jesus in Kontakt sein, immer mit zum Herrn beten, mit ihm einfach wandeln, immer da Kontakt mit Jesus haben. Das ist auch eine gute Vorbereitung auf den geistlichen Kampf. Und dann Vers 14 sehen wir auch noch, dass eine Routine, wenn man was Regelmäßiges hat, wenn man regelmäßig betet und Bibel liest, morgens zum Beispiel, dass das auch eine gute Zutat für den Erfolg ist geistlich. So zogen sie auch, Vers 14, so zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt, dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Ja, diese Routine, die haben immer wieder so eine Routine gemacht. Und das kann ich vor allem Jugendlichen empfehlen, sich eine Routine aufzubauen. Es muss ja nicht der Tag bis in die letzte Minute durchgearbeitet sein, aber ich habe das auch mal gemacht, so einen Zettel geschrieben. Es hilft wirklich, wenn man einfach einen Zettel schreibt, dass man da drauf guckt, dann weiß man, was man zu tun hat. Sonst denkt man sich ja, was könnte ich jetzt machen? Ja, dann macht man halt irgendwas Dummes. Aber wenn man sich abends zum Beispiel hinsetzt und für einen Plan für morgen schreibt, okay, vormittags, ich stehe zu der Zeit auf, dann lese ich ein bisschen Bibel, keine Ahnung, dann mache ich Frühstück, und dann esse ich was, und dann ist es Mittag, und dann habe ich nachmittags Zeit für das und das. Das reicht schon. Und dann hast du den Plan, den musst du ja auch nicht jeden Tag machen, das kannst du ja auch für die Sommerferien oder für den Schulalltag einfach so einen generellen Plan schreiben. Ungefähr so, das soll meine Routine sein. Und wenn man das mit dem Zettel macht und dann anfängt zu leben, dann ist es irgendwann drin. Und dann ist es irgendwann nach einer längeren Zeit einfach ganz normal, dass du früh aufstehst und Bibel liest. Und dann hast du einfach schon, hat der Feind viel, viel weniger Angriffsfläche, weil du einfach schon so in deiner Routine drin bist, dass es dem Feind so schwer fallen wird, dann auch irgendwie dazwischen zu funken und ja irgendwie noch mit dem Gedanken oder so dich abzulenken, weil du schon in deinem Fahrplan so festgefahren bist für geistige Dinge. Das klingt manchmal so ein bisschen komisch, wenn man sich selber irgendwie da
so irgendwie so erzieht oder so, aber das ist also, wir haben halt ein Fleisch, wir haben Körper und der ist sehr träge, unser Fleisch, dann haben wir halt diesen Geist, der ist von Gott und der kämpft dagegen an, Fleisch gegen Geist, die widerstreben einander. Und es ist gut, wenn unser Geist da über das Fleisch die Herrschaft übernimmt und wenn man im Geist die Sachen, die man sich vornimmt, dem Fleisch halt beibringt. Und da ja auch bestimmte Sachen, wenn es zum Beispiel in deinem Zimmer Sachen gibt, die dich immer triggern, für Sünde, dass du die einfach auch mal wegräumst oder wegstellst oder, keine Ahnung, auf dem Handy kann man da auch machen, viele Sachen machen, bestimmte Sachen deinstallieren oder da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich eine Routine aufbauen kann, dass man ungestört geistlichen Alltag da leben kann. Ja, wichtig auch, die sind immer wieder um die Stadt gezogen und es ist nichts passiert. Also die ersten 6 Tage lang zumindest. Und so ist auch bei uns, wenn nichts passiert. Wenn ich merke, ich bete, ich lese Bibel, aber diese eine Sache, die kriege ich einfach nicht los. Dann die Ermutigung, einfach dranbleiben. Auch wenn man keine Veränderung sieht, ne, das Volk war aber wahrscheinlich auch ernüchternd, ne, 6 Tage lang diesen riesen Marsch auf sich zu nehmen, dass einfach nichts passiert. Es ist nicht mal irgendwie ein kleiner Riss oder so, oder dass man gar nichts gesehen hat. Das ist ja auch wahrscheinlich für viele auch unvorstellbar gewesen. Die denken sich, okay, die ganze Stadt soll zusammenfallen. Und jetzt nach 6 Tagen ist immer noch nichts passiert, nicht mal ein Kieselstein oder so aus der Mauer gefallen. Das muss wahrscheinlich auch sehr ernüchternd gewesen sein. Das ist aber auch eine Ermutigung für uns, wenn lange nichts passiert, dann trotzdem dran zu bleiben, Geduld zu haben, im Glauben wirklich ausharren. Das Wort harren, das kennt man ja heute gar nicht mehr. Aber so schön, das ist ein schönes altes Wort, dass man halt ja, so dran bleibt, dran festhält. Ja, und es ist auch wahrscheinlich schwer, dass die Israeliten sich damals jeden Tag auch schlafen legen mussten, mit dem Wissen, dass Jericho immer noch steht. Es kann auch im Leben sein, dass man dann abends deprimiert irgendwie ins Bett geht und weiß, okay, die Sünde ist immer noch da, aber sei trotzdem ermutigt, lass dich davon nicht entmutigen. Jericho wird fallen, ist der Herr versprochen, dass die Stadt mit seinem König und den Kriegern in deine Hand gegeben ist. Deswegen kommen wir jetzt zum 6. Punkt, zum Sieg. Geistliche Sieg, da gibt es auch viel, was man da bereden muss. Vers 15 geht es zum Beispiel los, was dann heißt, und es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und zogen in derselben Weise 7-mal in die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal in die Stadt. Am 7. Tag, wenn die Zeit erfüllt ist, also 7-mal die Zahl der Vollständigkeit, wenn die Zeit erfüllt ist, zu seiner Zeit, wird es passieren. Wieder früh aufstehen, sogar beim Sonnenaufgang, da werden die geistlichen Siege gewonnen. Die Siege kommen eben auch, ist auch wichtig zu verstehen, so geistliche Siege oder so, die kommen nicht nach krasser Anstrengung, nach jetzt habe ich es aber geschafft, mal mich zusammenzureißen und jetzt habe ich es mal geschafft, lange, lange durchzuhalten und so. Die Siege kommen meistens, hier heißt es, sie zogen in gleicher Weise um die Stadt. Siege kommen meistens dann, oder so Durchbrüche, wenn du einfach, ja, das machst, was du eigentlich immer gemacht hast. Nicht irgendwie was Besonderes, dass du dich irgendwie besonders angestrengt hast oder so, sondern einfach aus dieser Regelmäßigkeit, weil du immer nüchtern dran geblieben bist, so kommt Sieg. Nicht, dass man jetzt irgendwie was Besonderes war, die haben jetzt nicht irgendwie nebenbei getanzt oder so. Ja gut, die haben schon was Besonderes gemacht, die sind 7-mal rumgezogen und dann noch zum Herrn und den Hörnerblasen. Aber sonst war eigentlich nichts weiter. Sonst steht hier in gleicher Weise wie immer, so ganz normal, in gleicher Weise zogen sie um die Stadt. Und das dürfen wir auch dran denken, ne? dass nicht kommt, dass wir uns irgendwie besonders angestrengt haben, sondern ja, ganz normal aus der Routine heraus. Es kommt ein wichtiger Vers, wenn es um Sieg geht. Wenn dann so eine Sünde zum Beispiel besiegt ist oder scheinbar besiegt ist oder wie auch immer, da wird Vers 18 eine wichtige Warnung ausgesprochen. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt. Wenn die Sünde wirklich durch ist, also hier haben wir auch den Vers nochmal vorne, dann wirklich nicht da
kuscheln und so weiter. Nicht den Kuschelkost mit der Sünde gehen, sondern wirklich, wenn das Ding durch ist, da einen getrennten Abstand halten. Ja, ich kann es auch persönlich nehmen, weißt du, über das Thema, das habe ich so viel mit Blödsinn schon auch gemacht, dass man da Sachen, da hat man sich klar distanziert und dann fängt man wieder an. Dann beginnt man sich wieder in diese Gefahr und nähert sich der Sünde. Man weiß eigentlich, ich meine, es ist so gefährlich, da in die Nähe zu gehen, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja schon lange durch und dann gehst du wieder in die Nähe und du merkst, wie die Sünde wieder Macht bekommt. Das ist furchtbar. Deswegen von den Gebannten wird hier auch, also das Gebannte, das war das, was die in der Stadt platt gemacht haben, was besiegt worden war, also was zum Beispiel umgebracht wurde, was fremdes Eigentum war, da sollen die sich vorhüten. Finger weg von dem Zeug, auch wenn es jetzt entmachtet ist, wenn Jericho keine Macht mehr hat, einfach Finger weg davon. Ja, wenn du ein Problem mit irgendwelchen Serien oder so hast und sagst, so, jetzt habe ich es geschafft, bin ich frei, dann guck einfach auch keine Serien mehr, weil lass diesen oder prüfe diesen Zeitraum wirklich länger, ob du da wirklich drüber hinweg bist. Nicht, dass du dann wieder, wie es im Neuen Testament heißt, mal ist eine große Warnung, den Vers können wir mal, kann ich auch mal vorlesen. 2. Petrus 2,20, da heißt es mal, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber nachher wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Doch es ist ihm ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Geht es eigentlich um Irrlehrer, das kann man auch so für uns persönlich mitnehmen. Ja, hier steht, wenn wir durch die Erkenntnis des Herrn und Retters von der Befleckung der Welt entflohen sind. Also wir haben Jesus erkannt und haben uns von der Sünde, von diesen Dingen dieser Welt sind wir geflohen. Wenn wir dann aber da wieder zurückgehen, dann sagt die Bibel, das ist schlimmer als der Anfang. Also das ist schlimmer, als wenn du in der Sünde ganz normal gelebt hast, als wenn du von der Sünde wegkommst und dann wieder zur Sünde hingehst. Das ist schlimmer als nach der Bibel, als wenn man da normal drin gelebt hat, also eine Sünde, was auch schlimm ist. Da wird das schön bildlich hier aufgegriffen mit einem Sprichwort, der Hund kehrt wieder zu dem, um was er erbrochen hat. Ja, und so ist es, wenn wir wieder anfangen, mit der Sünde Kontakt aufzunehmen. Das ist so, wie wenn, oder wie sich in der Sau, die gewaschen wurde, dass sich wieder im Schlamm wälzt. Das ist eigentlich total dumm auch einfach, oder ja, einfach blöd, wenn man dann wieder da zurück will. Manchmal ist es dir so anziehend, aber die Bibel sagt, es ist einfach Erbrochenes. Ja, du hast da was Ekelhaftes von dir weggegeben, so wie auch ekelhaft die Sünde ist. Da willst du doch da nicht zurückgehen, da willst du doch da nicht wieder zu dem Erbrochenen. Und noch was wird gesagt, ne? Also nicht die Sünde fernhalten, also von dem Gebannten, also mit der Sünde nicht wieder anfangen, wenn sie besiegt worden ist. Dann wird noch was gesagt, alles Silber und Gold, sowie die bronzenen und eisernen Geräte, sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Auch interessant, ne? Das, was Wertvolles in Jericho, das, was wertvoll war in Jericho, oder die Beute, die soll dem Herrn Jesus gehören. Und das kann man auf zwei Ebenen, sage ich mal, sehen. Zum einen, die Sünde, das Wertvolle daran, das Wertvollste deiner Sünde. Wir haben alle so ein bestimmt, also ich kenne es in meinem Leben zu Sünden, ja, da denkt man auch einfach gerne drüber nach, weil es irgendwie einem so wertvoll war oder so. Und das ist die Frage, ist dieses Wertvolle an der Sünde, ist es schon beim Herrn Jesus oder hast du es noch in deinem Herzen, ist dieses, ja, hast du es schon abgegeben, dass man auch die Sünde wirklich im Gebet auch einfach mal bewusst weglegen kann. Wenn man da irgendeine Fantasie oder irgendwelche Gedanken immer wieder hat, die man einfach nicht loslassen will, aber wo man weiß, das ist falsch, dass du das einfach dem Herrn Jesus geben kannst, ne? Dass du die Beute, die aus Jericho kommt, nicht in deine eigene Tasche steckst, nicht behältst, sondern in den Tempel des Herrn bringst, dass du es Jesus gibst, weil er hat letztendlich für die Sünde bezahlt, er hat die Sünde getragen, deswegen ja, soll das auch dem gehören. Und auf der anderen Seite kann man auch das anders deuten, auf einer zweiten Ebene, das Silber und Gold und das Eisen, das ist ja die Beute. Ist ja quasi, wenn die die Stadt einnehmen, werdest du die Ehre, die die bekommen, ja, die Ehre, oh, wir kriegen den ganzen Cash, wir haben die Stadt geführt und wir kriegen jetzt auch die fette Beute. Und weil wir ja nicht die Stadt geführt haben, sondern weil der Jesus ja für uns kämpft, sollte er auch die Beute bekommen, sollte er auch die Ehre bekommen. Wenn wir
Wenn es einen Sieg über Sünde in unserem Leben gibt, dann soll die Ehre dafür auch nicht bei uns bleiben, sondern die Ehre soll Jesus alleine gehören. Jakobus 1, können wir da mal was lesen, Jakobus 1, Vers 12, da steht mal, das kann man auch hier vorne lesen, glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr dem verheißen hat, die ihn lieben. Ganz interessant, wir lesen hier, hier wird es ganz klar, wie es in der Ehre geht. Also wir lesen hier, glückselig der Mann, der Anfechtung erduldet, der auf den Herrn hat, auch wenn die Sünde kommt, wenn die Sünde einen bedrängen will, der da festhält an Jesus, der bekommt eine Krone. Der bekommt eine Krone des Lebens. Und die der Herr den verheißen hat, den gibt. Und jetzt können wir mal hier vorne auf die Krone schauen, wo die hingeht. In der Bibel steht nämlich, dass die Krone am Ende von den Thron geworfen wird. Auf Offenbarung 4 heißt es mal, und sie werfen ihre Kronen vor den Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Wenn du so eine Krone gekriegt hast, weil du eine Sünde widerstanden hast, dann ist es nicht deine Krone, um damit zu flexen, sondern die Krone, die wird dann auch dem Herrn Jesus vor den Thron gelegt, weil es um seine Ehre geht, wie es hier steht in der Offenbarung. Wie gesagt, der würdig ist, ne? Weil nur Jesus ist würdig, den Ruhm zu empfangen und die Ehre und die Macht. Wir sind total unwürdig, Ruhm und Ehre zu empfangen, weil wir haben es erstens überhaupt nicht verdient und zweitens sind wir auch überhaupt nicht dafür verantwortlich, dass jemand nicht schon gefallen ist. Also ich meine, was haben die Israeliten schon gemacht? Die haben jetzt keine Katapulte aufgebaut und da Steine gegen die Wand geschossen. Die sind einfach nur da rumgelaufen. Also eigentlich hat der Herr die ganze Kraft und den ganzen Sieg geschenkt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn es so einen geistlichen Sieg gibt, dass wir nicht vergessen, wo der herkommt. Dass er nämlich vom Herrn Jesus kommt. Und Vers 20 sehen wir das dann, wie es konkret aussah, wie die Stadtmauer zerstört wurde. Da erhob das Volk Kriegsgeschrei, so wie wir zum Herrn rufen. Und so stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte. Da erhob das ganze Volk großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen. Das Volk stieg in die Stadt, an jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Für uns heute, wir kämpfen ja nicht, wir greifen ja keine Städte an und dass sie umfallen. So, hier haben wir vielleicht mal ein Bild, wie das ausgesehen haben könnte. Sieht man auch die Ordnung, die Krieger, dann die Priester, dann die Bundeslade, dann das Volk auf dem Bild hier. Heute machen wir das nicht mehr, dass wir irgendwie um den Plauen marschieren und warten, bis da das Theater einfällt oder so. Aber wir kämpfen auch gegen so Sachen. Den Vers haben wir sogar schon mal die Tage gelesen. Da passt die aber nochmal sehr gut. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier steht von Festungen, aber das meint geistliche Festungen. Das meint Fürstentümer und Gewalten, die gegen den Herrn Jesus streben. Überspitzte Gedankengebäude. Also wir kämpfen gegen sowas. Ne? Wir kennen es doch manchmal, wenn wir einfach zum Beispiel beten oder so, und dann sind einfach so Gedanken dazwischen, die da stören, die einen da im Kopf wandern, die man da gar nicht haben will. Und gegen sowas kämpfen wir. Deswegen heißt es auch, wir nehmen jeden Gedanken unter den Gefangen oder den Gehorsam Christi. Alle Gedanken, die stören und nerven, die können wir unter Christus im Gehorsam nehmen. Und das ist der Kampf. Der findet nicht nur äußerlich statt, indem wir irgendwelche Leute zusammenschlagen oder auch mal um irgendwelche Häuser ziehen, sondern geistlich eben. Ne? Wir kämpfen mit Waffen des Geistes oder auch im Römer heißt es mal, mit den Waffen des Lichts. Und dann kommen wir noch zum, wie man mit Sünde umgeht, ne, oder im geistlichen Kampf. Das ist hier nämlich ganz schön brutal, was hier steht alles eigentlich. Sie sollen vollstrecken den Bann an allem, was in der Stadt war. An Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Boah, denk mal, die Bibel ist ganz schön brutal. Die können ja nicht da einfach alle umbringen. Aber das ja, soll ja eine Bedeutung auch für uns haben. Das soll einfach zeigen, wie radikal wir mit Sünde umgehen sollten. Wir haben Jericho ist so diese Sünde, mit der wir vielleicht zu kämpfen haben.
Und die soll wirklich mit Stumpf und Stiel ausgerollt werden, ne? Da soll nichts übrig bleiben. Alle, die da drin waren, die sollen umgebracht werden. Also soll auch die Sünde in uns getötet werden. Dann sagt die Bibel im Neuen Testament, die Sache soll ganz tief bearbeitet werden. Oft haben wir es auch so, wenn wir keine Freiheit kriegen oder so, wenn wir mit so einer Dauersünde zu kämpfen haben, da hat mir mal geholfen, dieser Gedanke, aber das ist doch nicht mal verstehen. Der Herr will uns ja Freiheit schenken. Wir sind zur Freiheit berufen, sagt die Bibel, und der Herr will uns wirklich Freiheit geben, auch über Sachen, mit denen wir vielleicht zu kämpfen haben. Und die Lösung ist da wirklich einfach, weißt du, stell dir vor, wir haben so ein, da gibt es auch mal so ein Kinderbild, ne, mit so einem Mädel, so einen dreckigen, ranzigen Teddybär in der Hand und will den einfach festhalten. Und dann ist da Jesus, der hat hinter seinem Rücken so einen viel, viel größeren und schöneren Teddybär. Und so ist es oft, ne, der Herr will uns Freiheit geben, der will uns diesen wunderbaren, schöneren Teddy geben. Wir halten einfach an unserem Dreck oftmals fest. Und solange wir daran festhalten, kann er uns das auch nicht das Bessere geben, kann uns auch nicht die Freiheit schenken. Deswegen die Lösung ist, die Sünde, das hat mir auch mal geholfen, wirklich bei Jesus abzugeben. Oftmals hat man sich schon von Sünde getrennt, aber man hat sich einfach von der Sünde getrennt. Man hat die einfach nur in die Abstellkammer gestellt oder irgendwohin einfach weggeschmissen, die Sünde. Aber da kann sie wiederkommen. Wichtig ist, dass wir unsere Sünden, wenn wir auch so Dauerprobleme haben, dass wir das bei Jesus abgeben. Das muss ich auch noch viel, viel lernen. Dass man Sachen wirklich nicht loshält. Oftmals im Herzen halten wir an so Sachen fest. Aber wichtig ist, dass wir die Sünde beim Herrn Jesus persönlich in seine blutigen Hände geben können. Ja, dass wir seinen zernarbten Rücken und seine wunden Hände und seine zerstochene Seite sehen und da unsere Sünden ablegen können. Nochmal den Vers aus Galater 2. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da gibst du den ganzen Anspruch auf dich selbst und somit auch den Anspruch auf die Sünde, den gibst du einfach bei Jesus ab. Und das ist die Lösung daraus. Darum geht es, das Recht an sich selbst ihm aufzugeben. Völlig, völlig zerbrechen. Da ist so ein innerer Zerbruch nötig, ne? Dass man so innerlich ja, aufgibt eigentlich. Man gibt sich selbst auf und übergibt sich in die Hände von Jesus. Damit hast du auch die Berechtigung zu sündigen abgegeben, weil wenn du nicht mehr dir gehörst, wie es Galater 2 sagt, wir leben aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir, dann hast du auch kein Recht mehr, sage ich mal, zu sündigen. Dann kannst du es auch eigentlich gar nicht mehr. Und doch kommt es, weil wir aus uns selber herausleben wollen, weil wir das nicht abgeben können. Ja, und auch ganz spannend, ne, mit Rahab, wir haben ja gelesen, dass Rahab, nur die hohe Rahab übrig blieb, sei aus Josua 2 mit der roten Schnur, die das Blut Jesus angenommen hatte, obwohl sie in so einer sündigen, verkehrten Geschlecht war wie Jericho in so einer verdrehten Welt, dann total da in dem Dreck mitgemacht hat, wurde sie gerettet. Aber auch interessant hier in Vers 23, da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus, alle ihre Verwandten. Und sie führten sie hinaus und sie brachten sie außerhalb des Lagers unter. Ist auch interessant, oder? Obwohl Rahab eigentlich gerecht war durch das Blut, durfte die auch nicht bei den Israeliten chillen.